Unser Lieblingsschläger, der Driver. Ja, wer schlägt ihn nicht gerne? Wer möchte nicht gerne den Drive weit schlagen? Wer möchte nicht versuchen, eine schöne Flugkurve hinzukriegen, mehr Roll auf den Ball zu kriegen? Alles versuchen wir, um mehr Länge zu bekommen. Oft, ja, versuchen wir es mit sehr, sehr viel Power, mit sehr viel Kraft, mit sehr viel Oberkörpereinsatz. Aber genau der Punkt wird dir nicht unbedingt helfen, den Ball weiterzuschlagen. Was dir helfen wird, den Ball weiterzuschlagen, das möchte ich dir in diesem Video erklären. Mein Name ist Markus Bruns, ich bin PGA Golf Professional im Golfclub Sieke bei Bremen. Und der Driver ist auch mein Lieblingsschläger. Natürlich funktioniert er nicht immer so, wie ich mir das vorstelle. Er kurvt mal nach rechts, er kurvt auch manchmal nach links. Es sind auch viele gute Schläge dabei, vor allem dann, wenn der Ball in der Mitte der Schlagfläche getroffen ist. Das ist logischerweise immer der erste Punkt, um mehr Länge auf den Ball zu kriegen, dass wir die Golfbälle in der Mitte der Schlagfläche treffen. Da sollte man auch erstmal die Schlägerkopfgeschwindigkeit ein bisschen beiseite packen. Deswegen erstmal Mittigkeit des Treffens trainieren. Aber darum geht es nicht, denn es geht tatsächlich jetzt um den zweiten Punkt, um mehr Geschwindigkeit auf den Schlägerkopf zu bringen. Und wie du das schaffst, mehr Geschwindigkeit zu bekommen, das möchte ich dir jetzt erklären. Wie schaffst du es, mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit zu bekommen, ohne jetzt irgendwie stundenlang ins Fitnessstudio zu gehen? Natürlich kannst du auch ins Fitnessstudio gehen, gar keine Frage, tut dem Körper ja auch gut. Aber wie schaffst du es, ohne viel Aufwand mehr Geschwindigkeit zu bekommen? Viele Spieler glauben, sie müssten dann mehr mit dem Körper arbeiten, mehr mit dem Oberkörper zum Ball arbeiten, mehr Kraft dadurch entwickeln. Viele Spieler sagen, ja, da muss ich halt mehr drehen, damit der Weg länger wird, damit ich mehr Geschwindigkeit bekomme. Und beides führt nicht unbedingt zu mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit. Ich tue mal eben kurz den Stick weg. Beides führt eher dazu, dass meine koordinativen Fähigkeiten nicht mehr so gegeben sind und dass ich dann wiederum den Ball nicht mehr so gut in der Mitte treffe, wie ich es vorher getan habe. Und das ist ja das, was ich eben sagte in der Einleitung des Videos. Es ist erstmal wichtig, den Ball in der Mitte der Schlagfläche zu treffen. Also, Oberkörper ist nicht der Faktor. Genauso wenig ist es der Faktor, sich viel aufzudrehen. Ja, weil wie du siehst, verliere ich jetzt die Mitte. Ich arbeite sehr weit nach rechts und kriege dadurch keine Geschwindigkeit auf den Ball. Wie ist es denn nun also möglich, mehr Geschwindigkeit auf den Ball zu kriegen? Und zwar werde ich es jetzt einmal zeigen mit einem Stick und danach nochmal mit dem Golfschläger. Ich lege den Schläger mal eben hier, diese Abschlagsmarkierung, damit der Griff nicht nass wird. Das ist auch übrigens was ganz, ganz Wichtiges, wenn man auf dem Platz ist und nimmt mehrere Schläger mit, zum Beispiel zum Grün, dass man dann mit einem Tee oder mit der Pitchgabel ja, den Griff schützt, sage ich mal, also mal eben in den Boden reinstecken und dann den Schläger drauflegen, dann bleiben die Griffe trocken. Aber das nur nebenbei. Wenn ich jetzt einen Stick in die Hand nehme, ja, und ich glaube, du hast einen Stick in deiner Tasche, dann nutze diesen auch. Dann nehme ich den jetzt in meine rechte Hand. Und wenn ich jetzt sehr viel mit meinem Oberkörper arbeite und mir vorstelle, ich würde jetzt so den Ball schlagen, dann ist das ein sehr langsames oder ein sehr ruckartig abbrechendes Zischen. Wenn ich aber mehr aus meinem Unterarm und meiner Hand arbeite, dann hört sich das so an. Dann ist das ein längeres, lauteres Zischen. Und der zweite Vorteil dabei ist der, dass ich dann nicht so sehr mit dem Oberkörper über und in den Ball hineinfalle, sondern dass ich mit meinem Oberkörper bzw. mit meinem Brustbein mehr hinter dem Ball bleibe, was mir hilft, höher durch den Ball zu schwingen, höher und besser rauszukommen, wodurch noch mehr Geschwindigkeit entsteht, weil dann hier unten der Peitscheneffekt mehr einsetzt. Nimm dir also einen Stick, stell dich hin, nimm ihn in deine rechte Hand oder hintere Hand, ja, kannst ja auch Linkshänder sein, ganz entspannt ausfüllen. Du siehst, ich bewege mich auch gar nicht viel zur Seite, sondern ich arbeite viel aus meinen Schultern und Armen, Hüfte ist relativ stabil und jetzt beschleunige ich im Abschwung hier runter mit meinem Unterarm und meiner Hand und dadurch entsteht ein sehr, sehr lautes Zischen. Mein Körper arbeitet auch gut mit, fällt nicht in den Ball hinein und dementsprechend entwickeln meine Muskeln einen Automatismus, ein Gefühl für das, was sie gleich mit dem Schläger zu tun haben. Und den hole ich jetzt mal und mache damit mal das Gleiche. Einmal das Falsche, hör mal hin, da ist relativ wenig Zischen auf dem Ball. Und einmal, wenn ich es richtig mache, dann wird das Zischen länger und lauter. Und das Schöne dabei ist, ich merke richtig, wie der Schlägerkopf beschleunigt, wie der Schlägerkopf durch meine Unterarme und Hände im Abschwung
hier beschleunigt wird und meine Hände lassen den Schlägerkopf dann frei. Die schwingen wunderbar durch. Der Schläger hilft mir dazu auch noch, mich viel, viel besser durch den Ball hindurch zu bewegen. Machen wir noch einmal das Falsche, dann siehst du genau das Gegenteil. Es ist blockiert. Hände sind vorne, Schlagfläche ist offen, der Ball würde slicen, ich hätte kein Tempo auf dem Ball. Ja, und genau das ist der Punkt, den du, ja, wenn du es hast, dir abtrainieren solltest. Das zweite Gefühl, was ich in dieser Bewegung habe, ist, dass wenn ich hier oben bin, dass ich den Gedanken habe, ich werfe meinen Schläger in diese Richtung. Ich ziehe also nicht den Schläger runter, weil das zieht richtig und es kommt kein Zischen zustande. Wenn ich das mache, dass ich praktisch den da hinwerfe, sozusagen gefühlt meine Handgelenke strecke, dann kriege ich einen Zischen drauf. Das einzige Problem an der Geschichte ist, dass man glaubt, dann nicht mehr an den Ball zu kommen. Mach dir keine Sorgen, du wirst den Ball treffen. Du wirst ihn vor allem auch viel, viel besser treffen, weil du dann nicht mit so viel Kraft arbeiten musst, sondern weil dir der Schläger hilft. Und der Driver ist ja dafür gebaut, dass er dir und mir, also uns helfen will und den Ball mehr in der Aufwärtsbewegung treffen möchte. Deswegen Punkt 1, mehr zischen lassen. Punkt 2, was dazu hilft oder das fördert, ist dieses gefühlte Wegschmeißen in diese Richtung. Und dann kommt der Schläger mehr von unten nach oben durch den Ball. Oh, jetzt bin ich auch ein bisschen kaputt. Das ist ganz schön anstrengend, wenn man das trainiert. Aber das Schöne ist, dass man dadurch unbewusst seine Muskeln ansteuert, seine Muskeln trainiert, mehr Geschwindigkeit zu bekommen. Der Schläger erhält einen größeren Peitscheneffekt und dadurch entsteht automatisch auch mehr Länge. Und wie das mit dem Ball aussieht, das werde ich dir jetzt zeigen. So, dann wollen wir mal gucken. Also Probeschwung, nochmal das Gefühl entwickeln. Unterarme, Hände, zwischenhören. Ja, fühlte sich gut an und mit dem Gedanken gehe ich jetzt hin. Ich versuche jetzt also nicht mit festen Armen das Ganze zu machen, sondern mal versuchen, gefühlt recht weich die Arme durch den Ball zu befördern, mit wenig Aufwand und dann mal gucken, wie sich das anfühlt. Ah, der fühlte sich wunderbar an, ging gut weg, klang gut, mittig getroffen, wunderbar. Ja, das ist natürlich jetzt immer noch kein Vollgas, aber gefühlt flog der Ball jetzt schön weit, hatte eine gute Flugbahn, ging hoch weg, war traumhaft. Viel mehr über die Hände und Arme im Abschwung arbeiten, viel mehr den Schläger freilassen, nicht so halten den Driver, ansonsten slice der extrem. Ja klar, kann er auch slice, wenn die Schlagfläche ein bisschen offen ist, wenn der Griff nicht passt, aber in dem Fall, ja. Also, mehr Geschwindigkeit bekommst du nicht, indem du dicke Oberarme hast. Mehr Geschwindigkeit bekommst du, wenn du das machst, was ich dir gerade gezeigt habe. Und mehr Geschwindigkeit bekommst du auch nicht, wenn du fester wirst, wenn du mehr ziehst, sondern nur, wenn du den Schläger mehr für dich arbeiten lässt. Ich wünsche dir nun viel Spaß dabei. Und wenn du noch mehr, also bei dem Trainieren deiner Geschwindigkeit, und wenn du noch mehr über Golf wissen möchtest, dann gibt es jetzt was ganz Neues. Es gibt nämlich jetzt die Golfstunde-App. Und dort gibt es auch, ja, Tipps und Tricks, wie du weiterschlagen kannst. Und diese App kannst du dir im App Store runterladen. Die ist kostenlos. Sind einige Mitgliedschaften dabei. Wenn du Lust hast, für ein Jahr Mitglied zu werden, dann würden wir uns natürlich freuen. Da kriegst du alle Online-Kurse und zum Beispiel die E-Books für ein Jahr. Ja, also schon ein ganz cooles Angebot. Also, viel Spaß beim Trainieren auf der Range. Viel Spaß beim Umsetzen der guten langen Drives auf dem Platz. Und vielen Dank, dass du dir dieses Video angeschaut hast.